Wenn wir schwer beladen aussehen, wurden wir gerade um einiges an Gepäck erleichtert. Nämlich einer dieser Reiserucksäcke mit meiner frisch gekauften Isomatte, meinem frisch gekauften Schlafsack, all meinen Klamotten und noch einer Menge anderem Scheiß ist weg. Das heißt, die Freude, in Amsterdam zu sein, ist eigentlich so ein Mittel, weil wir keine Ahnung haben, was wir jetzt machen sollen. Ja. Wir sitzen jetzt bei Starbucks im Hauptbahnhof und haben uns erstmal für heute Nacht ein Hotel gebucht für 120 Euro. Ja, und dann müssen wir mal weiter schauen, wie wir von da aus weitermachen, ob wir jetzt so lange in Amsterdam bleiben, wie geplant war, oder ob wir morgen wieder nach Dresden fahren. Wir wissen noch nicht so richtig, was wir jetzt machen sollen. Ja, insofern brechen wir gleich erstmal auf zu unserem neuen Unterschlupf und hoffen, dass uns wenigstens das Hotel aufnehmen möchte. Trotz des ganzen Elends haben wir uns jetzt über HRS gerade beim Starbucks am Hauptbahnhof ein Hotel gemietet. Und das ist komischerweise ziemlich cool, wir werden euch das nachher nochmal zeigen. Es war eines der billigsten Hotels und es ist halt das da hinten. Von außen sieht es scheiße aus. Aber von innen hat das so Industrie-Flair, keine Ahnung. Erstaunlicherweise noch recht gut zurechtgefunden, haben mir ein paar neue Klamotten gekauft, weil ich habe ja nur noch das, was ich seit 30 Stunden oder so an mir trage, was zwischendurch schon zweimal nass geworden ist. Ja, und jetzt sitzen wir im Wandelpark, haben uns noch ein bisschen was zu essen besorgt bei Albert Heijn. Wichtig. Das Essen hat sich auf die Hälfte halbiert. Italianische Mix und Couscous-Falafel. Das ist wohl denn wieder. Und hier seht ihr kombiniert einen Löffel mit einer Gabel und einem Messer in einem. Ist das überhaupt was Besonderes? Das klappt dann, oder? Oh. Unser Essen. Wie sie gleich ankommt, weil sie weiß, dass wahrscheinlich voll viele Leute der was geben. Weil wie, was für hässliche Füße sie hat. Guck dir das mal an. Die sind schon erstaunlich. Die Schnabel ist auch nicht so schön. War sein. Wollen wir hier niemanden diskriminieren. Ja, du hast schönere Füße, du kriegst aber auch nichts. Verpiss dich. Wir haben heute nichts mehr zu verschenken. Da fuck. Kleinstes Badezimmer der Welt, ey. Das war's wohl mit der Badewanne. Top. 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 Aber dafür können wir uns hier in unserem riesengroßen Living Room austoben. Ich meine, hier können wir immerhin nicht in die Bedrängnis, irgendwie Fernsehen gucken zu wollen oder so. Weil es keinen gibt. Du kannst hier Spiegel gucken. Ja. Naja, wir sind ja auch nicht zum Fernsehen hergekommen. Möchtest du die ganze Geschichte einmal erzählen? Ich soll einmal die ganze Geschichte erzählen. Also der Vlog war jetzt ein bisschen verwirrend, weil unser Tag auch ein bisschen verwirrend war. Ein bisschen. Das fasst es gut zusammen. Ja, ich kann ja einfach mal beim Anfang anfangen. Gestern Abend um 20.30 Uhr haben wir unseren Bus bestiegen und davor
Und davor natürlich unser Gepäck abgegeben beim Busfahrer oder bei einem der Busfahrer, der dann unser Gepäck auch hinten im Gepäckraum verfrachtet hat. Bei manchen Busunternehmen ist es so, dass man quasi wie am Flughafen ja diese Zettel bekommt, auf denen so Nummern sind, damit man dann am Ende, wie es halt üblich ist, mit seinem Zettel dann dahin geht, um sich sein Gepäck abzuholen. Das haben sie jetzt da nicht gemacht und da waren wir schon so, also ich weiß nicht, haben wir so gedacht, ne, oder war es uns egal? Es war uns, glaube ich, ein bisschen egal. Es war uns ein bisschen egal. Super nass, es hat in Strömen geregnet, das heißt, wir sind auch nochmal richtig schön nass geworden und wollten einfach auch nur schnell in den Bus und naja, unser Gepäck war ja aber sicher verstaut. Er fragte noch extra, wo es denn hingeht und als wir Amsterdam gesagt haben, hat das extra noch weit nach hinten in den Gepäckraum gepackt. Naja, und dann sind wir irgendwann in Leipzig gewesen, dann sind wir in Halle gewesen, dann sind wir in Hannover gewesen. Und überall waren Stops, wo nochmal Leute aus- und eingestiegen sind. Und in Halle und in Hannover bin ich jeweils auch ausgestiegen, um der schlechten Angewohnheit nachzugehen. Und dementsprechend, zumindest an diesen Stationen, hätte ich eigentlich sehen müssen, ob irgendjemand meinen Rucksack da rausnimmt. Man muss dazu auch sagen, unsere Rucksäcke waren massiv. Also deiner war mit Sicherheit irgendwie 1,5 Meter hoch bepackt. Ja. Und mindestens nochmal 1 Meter breit, weil da noch die Isomatten dran geschnallt waren. Oder deine Isomatte. Ja, der Schlafsack hing noch unten runter. Also das war schon... Das war jetzt kein kleiner Koffer, der mal verschwindet. Ja, und irgendwer hat den aber scheinbar vermutlich noch in Leipzig gleich wieder aus dem Gepäckraum entfernen lassen. Gesagt, ey, das da, das mit der Isomatte und dem Schlafsack dran. Das ist mein Rucksack, gib mir den mal. Und ja, offensichtlich wurde er einfach rausgegeben. Und wir glauben, dass das eventuell passiert ist, weil der Rucksack, der war ausgeliehen, aber insgesamt vielleicht 6 Mal benutzt, was für so einen Wanderrucksack ja nicht viel ist. Also der sah noch echt gut aus. Ja. Also ich glaube, man hat schon gesehen, dass der Rucksack Geld gekostet hat. So. Und dazu war er eben einfach riesig. Recht groß. Das heißt, du wusstest, da ist auch eine Menge drin gewesen. Für ein paar Tage, ja. Und am geilsten fand ich eigentlich, als wir in Amsterdam dann an der Bushaltestelle da standen und ich stand vorne und hab meinen Rucksack schon nicht gesehen und war schon, ich hab Ben nur angeguckt und war so, fuck. Und dann habe ich meinen aber doch noch gesehen, aber unsere Rucksäcke waren ja sehr leuchtend, diese Deuter-Rucksäcke, die diese metallische Oberfläche so ein bisschen haben, die schimmern ja so. Man muss dazu sagen, zu diesem Zeitpunkt, als wir in Amsterdam angekommen waren, es war 7 Uhr morgens, heute Morgen, und wir hatten so 1,5 bei mir, bei dir vielleicht 2, 2,5 Stunden zusammengesetzt an Schlaf über die Nacht bekommen, weil dieser Bus halt auch einfach super eng war. Du konntest dich kaum bewegen und irgendwie nur so ein bisschen mit nach links lehnen, irgendwie vielleicht deinen Kopf mal ablegen. Und deswegen war Schlafen einfach schon kaum möglich. Wir waren sowieso also schon extrem fertig. Naja, und dann wollten wir eben unser Gepäck haben und es gab aber nur einen Rucksack. Am besten fand ich aber auch, als ich zu dem Busfahrer meinte, ich meinte zu ihm auf Englisch, dass halt von dem Rucksack noch einer in grün da ist, der genauso aussieht in grün. Und er hat mir dann immer jede mögliche Farbe gezeigt und ich so, nee, in grün. Und irgendwann war es ihm aber egal und er hat mich ignoriert und war halt so, ja, verpiss dich jetzt mit deinem grünen Rucksack, hast ihn scheinbar nicht hier. Ja, sie waren halt eigentlich relativ entspannt, so nach dem Motto, ja, wir können da jetzt auch nichts machen, ist ja jetzt nichts da, siehst du ja. Er ist nochmal extra in den Gepäckraum gegangen, um mir zu zeigen, hier ist nur noch ein Eimer und hier ist noch ein Eimer, aber sonst ist hier nichts mehr. Und ja, das heißt, es kann auch nicht so gewesen sein, dass da eben noch so ein ähnlich aussehender Rucksack gewesen ist und jemand seinen irgendwie mit meinem verwechselt hat. Der wurde einfach mitgenommen. Und es ist einfach so asozial, weil man an dem Rucksack gesehen hat, dass wir zelten gehen. Ja, ich meine, also, da hängt eine Isomatte und ein Schlafsack außen dran. Ich meinte vorhin schon, da hat mir jemand einfach mal mein Bett geklaut. So. Und alle meine Klamotten und was weiß ich nicht noch alles. Naja, und dann haben wir am Bahnhof gestanden und wussten nicht, ob wir lachen oder weinen sollen, weil es einfach so scheiße war, weil da ja einfach mal alle Sachen von Ben drin waren. Ich hatte zwar meinen Rucksack, aber da waren auch nur meine Klamotten drin. Und dann haben wir überlegt, wir müssen uns ein Hotel buchen. Das hatte ich, glaube ich, aber auch schon gefilmt, dass wir uns ein Hotel gebucht haben. Was ja aber auch ziemlich scheiße ist, wenn man davon ausgeht, zu zelten. Und zelten ist ja wirklich fast umsonst.
und dann auf einmal ein Hotel buchen muss. Und ja, die weitere Planung sieht jetzt wohl so aus, dass wir halt morgen wieder zurück nach Hamburg fliegen. Also, weil es ist halt auch gerade Hochsaison. Wir sind vorhin, als wir angekommen sind, um 7.30 Uhr oder 7.20 Uhr oder irgendwie so, als wir dann von dieser Bushaltestelle zum Hauptbahnhof gefahren sind, sind wir eben erstmal so ein bisschen durch die Stadt gegangen und haben bei ein paar Hotels geguckt. Viele sind halt einfach auch komplett ausgebucht. Und dann haben wir eben im Internet vermeintlich noch ein günstiges gefunden mit 120 Euro für eine Nacht. Und ihr seht, das habt das Zimmer ja gerade beim Reinkommen selbst gesehen, das ist jetzt nicht so geil. Für 60 Euro die Nacht, also nee. Falls die Person da draußen ist, in dem Rucksack ist ein Campingkocher mit einer Gasflasche. Und was ich auf jeden Fall mal ausprobieren würde, ist das anzuzünden und mir ins Gesicht zu halten. Gucken. Alter, ich... Nee. Wer macht sowas? Wer klaut jemandem seine ganzen verfickten Sachen? Vor allem, wir haben da noch so darüber nachgedacht, das ist ja... Manche Menschen klauen, weil sie nicht so viel Geld haben und sie klauen an Leuten, die sehr viel Geld haben. Aber wer als Student, was man ja einfach mal gesehen hat, mit Bus in einer 11-Stunden-Reise nach Amsterdam fährt, ist nicht reich und den enteignet man auch nicht seines Eigentums. Das ist einfach asozial. Vor allem seines Bettes. Naja, sondern auch noch deine ganzen Klamotten und so drin. Wir haben gerade noch eine Liste gemacht, weil man das jetzt halt anzeigen muss, damit eventuell was erstattet wird. Und es war einfach mal so viel Scheiß in dem Rucksack, wie dein Gorillapod, den du fürs Filmen brauchst. Ja. Und ja, jetzt ist die Geschichte komplett. Und man versteht, warum wir uns so aufgeregt haben. Wir machen jetzt das Beste aus unserem Elend und werden jetzt gucken, ob wir noch eine Grachtenfahrt machen und essen gehen, weil wir uns gerade eine Bahnfahrt nach Hause gebucht haben für morgen. Und was sagst du dazu? Nicht mehr viel. Snack Nummer 1. Der Moment, der fast alles wieder gut macht, wenn man einen verloren geglaubtes Nuss-Nougat-Croissant irgendwo tief unter seinem Kissen wieder findet. Besser wäre es gewesen, hättest du deinen verloren geglaubten Rucksack unter deinem Kissen gefunden. Ja, und Schoko-Croissant ist auch geil.